Hallo und willkommen zu einer neuen Staffel hier in der Pyramid mit mir, dem Feljack. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Staffel 11. Wie Staffel 11? Natürlich Staffel 11. Ja, warum? Ich hatte Staffel 11 ja schon mal gestartet, hab's dann abgebrochen wegen YouTube, weil die wieder am Algorithmus rumgefummelt haben, was mir nicht gefallen hat. Daraufhin habe ich mir gedacht, mache ich jetzt nochmal Staffel 11, aber 2.0. Ja, ich heiße euch sehr willkommen. Wir fangen schon mal hier an, ein bisschen was zu farmen. Und bevor es wirklich richtig losgeht, mein Lieben, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da unter dem Video. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ein Abo, Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Folgen von mir zu verpassen. Level 2. Und ja, ich habe eine Sehnscheinentzündung schon seit längerer Zeit jetzt. Deswegen kamen jetzt auch keine Livestreams mehr, keine Videos mehr von mir. Ja, und es ist noch nicht ganz vorbei mit der Sehnscheinentzündung. Also, ja, die Folgen werden anfangs erstmal etwas kürzer werden. Ich will mal schauen, dass ich den nicht zu sehr belaste. Es ist meine Maushand, und zwar der rechte Daumen. Und ich muss ja die Maus auch irgendwie halten und alles und bewegen. Und das ist alles Belastung für mich momentan. Ich versuche es, so gut es geht, irgendwie das hinzubekommen. Und ja. Deswegen werden die Folgen erstmal ein bisschen kürzer ausfallen. Damit ihr wieder ein bisschen was zu gucken habt. Wir fangen hier natürlich neu an. Weil ich weiß eh nicht mehr, was wir gemacht hatten alles. Beziehungsweise was ich alles gemacht habe. Und ja. Dann habe ich noch auf mein Community-Tab eine Umfrage gestartet, mein Lieben. Da könnt ihr auch mal reingucken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Da habe ich gefragt, ob ihr Bock hättet auf Imperial Galactic Survival Classic. Ich hätte ja gerne die Pre-Alpha 1.0 gezockt, aber die gibt es nicht mehr. Beziehungsweise ich wüsste nicht, wie man sie bekommt. Wenn das einer weiß, ab in die Kommentare damit. Mit Erklärung, wenn es geht. Und Link und so weiter. Ach nee, Link geht ja nicht. Aber ihr könnt es ja mal erklären, wo in etwa sowas zu finden wäre. Aber wenn ihr da trotzdem Interesse habt, man kann ja bis auf Alpha 6 zurückgehen. Ich habe das schon mal angespielt. Ist ultra schwer, also total ungewohnt. Ja. Also wie gesagt, Umfrage auf dem Community-Tab. Gucken auf meinem Kanal, da seht ihr das. In der Rubrik Community-Tab. Und da mal bitte eure Stimme ablassen, eventuell einen Kommentar. Und Daumen nach oben auch da. Und dann will ich mal gucken, dass ich hier mal mit euch wieder ein bisschen durchstarte. Einstellungen stehen auf Mittel bei mir, wie immer. Und wie sage ich immer so schön zum Reinkommen, ne? Muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt bestimmt 3-4 Monate keinen Pill mehr gezockt. Das meiste hat man ja irgendwie drin. Aber ja. So, auf jeden Fall Vanilla. Wir spielen Vanilla. Wir spielen auf dem Temperate. Cirax gibt es wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Ist wahrscheinlich immer noch der Loser-Planet. Aber ich habe in der Roadmap gelesen, dass das demnächst wohl angepasst wird. Dass man wohl dass man sich das einstellen kann. Individuell, wie man das haben möchte. So habe ich das zumindest verstanden jetzt. Und so. Brauchen wir ein bisschen Kupfer. Und da hinten ist schon Kupfer, weiter. Was war da noch? Was? Da gab es noch so ein paar Sachen. Achso, ja, es soll wieder Content kommen. Oh Wunder. Es war ja die Rede die ganze Zeit davon, dass es keinen Content mehr gibt. Es wurde nur gefixt, es wurde nur aktualisiert, die Quests wurden aktualisiert. Es kam so gut wie fast gar kein Content. Da gab es mal ein paar Waffen und sowas. Ja, die Rüstung wurde mal ein bisschen optimiert, die Grafik wurde verbessert. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das kennt ihr ja schon alles. Und ja, jetzt soll es neuen Content noch geben, ne? Neue Objekte, neue POIs und also neue Gebäude und neue Feinde und mehr Monster. Ja, und denke mal, da sind wir alle drauf gespannt, ne? Was das wird. So, was haben wir denn jetzt hier alles?
Wir haben hier ein bisschen Silizium, ja, das ist noch nicht viel, ne? Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer, ein bisschen was zu futtern. Dann werden wir uns auch gleich mal hier ein paar Sachen machen hier. Und weiter farmen in der Zeit. Ja, was werde ich in dieser Staffel machen? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin jetzt einfach mal so rein hier. Hier haben wir noch ein bisschen Silizium. Das wird sich wohl zeigen. Oh, da ist ein Schneckchen. Oh, Schnecki. Schnecki. Mal langsam runter, dass wir uns nicht die Geräten brechen hier. Feinde stehen auf Mittel, ne? Also wie gesagt, hatte ich am Anfang gesagt. So, und dann wollen wir mal gucken, was uns so hier so Schönes erwartet. Hat er ein lecker Ei gehabt. Ja, oh, gibt für Kaffee. Noch ein paar Pilzis. Pilzis sei schon. ein paar Riegel. So. Noch was? Nee, ne? Ich hätte gerade was gehört. So, hier noch ein bisschen hiervon und davon. Bisschen Gewürze. Da können wir uns schön lecker Salami machen. Ja, ich habe bestimmt auch schon wieder viel verpasst. Und bei mir steht viel auf dem Plan momentan. Auch privat viel auf dem Plan. Ich habe mehrere OPs vor mir noch. Sodass ihr auch mal wisst, was bei mir momentan so ein bisschen abgeht. Im Privatleben. Ja. So ein bisschen steht da noch was an. Ja. Ich fahre jetzt vermehrt auf Fahrrad. Also, momentan kann ich es natürlich nicht, ne? Wegen der Sehnensteinentzündung. Aber es geht bald wieder los mit dem Fahrradfahren. Hoffe ich, dass es bald vorbei ist. Mit den elendlichen Schmerzen in meiner Hand. Da ist bei mir auf jeden Fall Großes geplant. Aber dazu später mal irgendwann mehr. Jetzt wollen wir natürlich erstmal vernünftig erstmal PN spielen. So. Genau, ein bisschen, ja, Pflanzenfasern gibt es auch genug. Aber ich hole mir mal noch ein bisschen Holz auch noch mit weg. Können wir uns gleich erstmal voll heilen, denke ich mal. Und wohl, das macht der Schmetterling ja schon für uns gerade. Stimmt ja, hier heilen dich ja die Schmetterlinge. Ist ein ganz nettes Gimmick, ne? Gibt's aber auch schon ein bisschen länger. Ja. So. Was brauche ich noch? Ich brauche Silizium, ne? Dann müsste ich mal woanders hin. Kein Raumanzug, gar nichts. Aber wir können mal gucken. Wir können ja leveln schon. Wir nehmen diverses. Und den portablen Konstruktor nehmen wir uns mal. Das Heizgerät nehmen wir uns auch schon mal. Ja. Werkzeuge. Multitool, auch wenn wir es noch nicht brauchen. Den Erzscanner auf jeden Fall. Ja, ich überlege, was wir als erstes, was wir als letztes machen, weiß ich noch nicht. Das Sturmgewehr nehmen wir uns. Die Schrotflinte nehmen wir uns auch schon mal. Ja, und das reicht dann auch erstmal. Da werden wir wieder geheilt. Oh, hier, guck, 50 Riegel. Hat sich richtig gelohnt. Ein bisschen mehr Dings können wir gebrauchen. Ne? Dann machen wir noch ein paar hier. Und wir bauen uns den portablen Konstruktor. Weil ich möchte auch Waffen kriegen. So, heilen brauchen wir uns ja nicht mehr jetzt. Aber wir werden uns jetzt mal ein paar Riegel reinhauen hier. Lecker, lecker, schlecker. Aber ich merke schon, es tut schon wieder ein bisschen weh in der Hand. Also... versucht das so gut es geht irgendwie mit euch hier zu bewältigen. Was haben wir denn hier? So ein Alien-Turm und Obelisk. Ach ja, das ist ja dieser Quest-Gedöns-Krams und so. Ja, da habe ich auch überlegt, wollen wir questen noch? Oder, weil ich habe ja nie gequestet großartig in meinen Let's Plays. In keiner der Staffeln habe ich großartig gequestet. Level 5 erreicht.
Jetzt haben wir gleich erstmal genug Kupfer. Brauchen wir auch Kupfer, ne? Naja, wir wollen ja alles, ne? So, wir gucken uns mal kurz den Obelisk an hier. Da kommt schon ein Flüstern aus dem Obelisk. Ja, genau, da muss man doch auch irgendwie diese Seiten finden, glaube ich, und sowas alles, ne? Scientist Camp ist das hier. Ah, hier ist von Quest. Gehen wir mal rein, alle Mitglieder sehen, bla bla bla. Bla bla bla. Ach du, leck mich fett. Ne, ich warte mal, bis ihr mir sagt, ob wir das brauchen oder nicht brauchen. Tales of Dash. Damage Data Pad nehmen wir mit. So, sollen ausgelesen werden. Am besten pausiert euch das Video mal, das kenne ich schon. Dann könnt ihr es euch durchlesen, wer es noch nicht kennt. Ich mache das erstmal weg wieder. Schließen, wieder sehen. So, wir müssen weiterhin erstmal hier noch ein bisschen farmen. Was hatte ich gesagt, Silizium brauche ich. Mal gucken, was hier noch so ist. Mal kurz scannen. Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Rettungskapsel, Kupfer, Ressourcen. Da sind auch jede Menge Fragezeichen. Wir gehen erstmal zu dem auf 200 Meter. Ja, so. Wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen. Schreibt mir mal ein nettes Kommentar. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Das fördert hier alles so ein bisschen meinen Kanal. Und davon leben wir YouTuber ja, ne? So. Was haben wir denn hier? Ein Häuschen haben wir hier. Ein Häusler. So, und ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Deswegen sage ich hier erstmal hier schon auf Wiedersehen, mein Leben. Wir sehen uns an einer weiteren Folge wieder. Danke, dass ihr mit dabei wart auf jeden Fall. Ich kriege schon wieder richtig Lust und Laune hier. Ich würde ja auch echt länger machen, aber ich muss ein bisschen mich schonen. Und ja, wann die Folgen kommen, weiß ich noch nicht. Alle zwei, drei Tage, denke ich mal. Und wenn ich es irgendwie hinbekomme, dann würde ich sagen danke und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Entspannt euch, genießt den Sommer, der jetzt kommt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.